Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 808 und stehen schon vor der ersten Mod. Also ich, kleine Erklärung gleich dazu. Es sind drei Teile in dem Sinne. Ich habe jetzt hier nur dementsprechend die Fabrik an sich stehen. Dazu gehören auch Plantagen und oder Gewächshäuser und eine Verkaufsstelle. Ich habe einen fünften Link drin, also ich stelle heute vier Mods vor. Der Link gleich unter der Fanta-Fabrik, weil darum geht es hier nämlich, das ist die Fanta-Fabrik. Darunter ist gleich ein Link zu einer Sache und auch fortführende Links zu der anderen Geschichte. Alles bei Forbidden Mods. Also da könnt ihr euch dann die Zubehörsachen dafür runterladen. Das ist einmal eine Verkaufsstation und einmal halt das Paket, um die Früchte selber zu erzeugen. Weil ich stelle jetzt hier die Fabrik vor, um die Getränke zu erzeugen. Genau, wir sehen hier schon mal. Erster Punkt, wir geben gleich hier hin und hier können wir in der Fanta-Produktion die Klamotten abgeben, die wir brauchen zu produzieren. So simpel ist es, sind Früchte, wer hätte es gedacht. In dem Fall ist es aber so, wir haben hier ein schönes, großes Orange-Fanta-Gebäude mit einem Gelb-Fanta-Anstrich und einem passenden Schild. Hier vorne sind dann die Paletten, wo das Ganze abgeholt werden kann und das ist es dann in dem Sinne schon. Ne, ich laufe mal wieder ein Stückchen weg hier, zeige euch das Ganze von hinten, weil man hat ja immer einen gewissen Produktionslärm, sag ich mal so, ne, Geräuschkulisse. Und deswegen machen wir das Wesentliche. Wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. So, Produktion. Da seht ihr es auch schon. Ne? Wir haben ja also Fanta in verschiedene Sorgen. Wir haben nämlich einmal hier die Zitronen, Orangen, Exotik-Variante. Seht ihr, das sind dann ne, verschiedene Mischungen, verschiedene Fruchtsorten, die wir hier haben. Verschiedene Beerensorten und sowas. Wie gesagt, diese Fruchtgeschichten bekommt ihr dementsprechend über den einen Link, der extra da ist. Da führt das direkt hin und unten ist dann nochmal ein Link, der nochmal zur Fanta-Fabrik zurückführen würde, aber halt auch zur Verkaufsstation, damit es verkaufen können. Das ist ein Universalverkaufspunkt, da sind ziemlich viele Sachen eingetragen, alles vom Maxa, also alles von dem Modder, der das hier dementsprechend gemacht hat. Ja, und so habt ihr dementsprechend hier die Möglichkeit, Zieh und eine Flüssigkeit zu produzieren. Und ihr seht, das ist das, was rein muss und das wird halt dementsprechend dann auch produziert. Ne? Das ist der ganze Trick. Das ist dann über die zusätzlichen Sachen. So, was kostet so eine Fabrik? Ja, ist ganz einfach zu zeigen. Brauchen wir nur unter Produktion einmal gehen. Dann sehen wir es auch schon. Da ist das gute Stück. 200.000 müsst ihr dafür bezahlen. Aber wie gesagt, sind auch eine ganze Menge Produkte, die man dafür bekommt dann. Ne? So sieht es dann aus. Dadurch dürften wir jetzt hier eigentlich noch keine Auflistung haben oder keine Zuordnung haben. Da seht ihr es selber, wir haben jetzt hier keine Verkaufsstellen. Das kommt dann natürlich darüber. Ne? Auch die Raspberry-Geschichte, die Produktion Fanta, ne? Da geht es dann hin. Ihr könnt also auch nachher auch die Früchte und sowas dann einzeln verkaufen. Das ist dann alles über den zusätzlichen Verkaufspunkt möglich, der in dem Zusatzlink drin ist. So, ja, wir hüpfen und wir kommen aufs Feld und wir fangen einfach gar nicht damit an. Wir fangen einfach mit diesem guten Stück hier an. Zu dem anderen gibt es nämlich einen Zweiteiler, da muss ich auch mal extra irgendwo hinlaufen. Wir fangen mit diesem guten an, nämlich Agromet Farmroll U240. Hier habe ich jetzt ein Geschwindigkeitsschild dementsprechend mit dran geklemmt. Das gibt es in großer oder kleiner Form, aber halt ist jetzt nicht standardmäßig genormt. Ne, ihr seht, das ist halt 12 km/h. Ihr habt hier die kleinen Reflektorenteile. Man kann hier zig Sachen einstellen und umändern, auch die Winkelgeschichten, hätte ich fast gesagt, ob die gerade sein sollen, ob die gecurved sein sollen. Kann ich auch im Shop auch mal zeigen. Finden wir einfach unter Scheibenecken ganz am Schluss. Da ist das gute Stück. Ne? Das ist der ganze Part. Und dann kann man dann hier schon mal verschiedene Varianten dran machen. Je nachdem, was für einen Anschluss es dann haben soll. Ne? Wir können hier ein extra Gewicht setzen. Das ist aber die Platte dafür. Oder einmal einen Stein draufpacken oder eine Platte draufpacken. Und dann halt, wie gesagt, wie es gezahnt ist oder ob es glatt ist oder ne, wer wo was hat, ob man ein Bodenmesser damit bei hat oder ne, hier hinten noch die Schilderchen dran hat, mit km/h-Geschwindigkeiten drauf oder nicht. Reflektorengeschichten in rund oder in eckig oder ne, hier auch nochmal rund oder dreieckig. Dann klar, ziemlich die ganzen alten klassischen Farben, also sehr schön gemacht, auch die Designgeschichten. Ne, das ist vielleicht ein bisschen krass grell, aber so zum Beispiel könnte man es auch machen. Hier können wir noch ein Blau draus machen und hier nochmal einen dunklen Part und dann haben wir es auch schon. Also wie gesagt, dann seid ihr hier, ne, ihr seht selber die Einstellung hier, kosten in dem Sinne nichts. Dann seid ihr hier bei 2 Meter Arbeitsbreite bei für 30 PS Leistung ausgelegt bei 3.500. Ich habe einfach mal einen kleinen McCormick, hätte ich fast gesagt, den kleinen Massey Ferguson rangesetzt. Ich mache den einfach mal an. Wir drücken einfach mal drauf und dann seht ihr schon, er wacht. Weg ist das Gemüse. Also man sieht, Texturenänderungen sind da, man sieht auch, die Animationen sind da. Ist natürlich nicht der optimale Platz, um was zu machen.
Hier bringe ich aber die Frucht wieder unter, oder das Gesäte wieder unter. Ihr seht also, man kann hier schon ne, mitarbeiten sozusagen. So, da steht das gute Stück. So einfach ist es. So, dann haben wir jetzt hier einen Mehrteiler, wenn ihr so wollt. Ich laufe jetzt hier dementsprechend mal rüber. Ich habe also zwei Mehrteiler vor uns. Nämlich einmal hier den guten Rudolfsohn, Made by Rudolf. Rudolfsohn ist die Mod-Bezeichnung dafür. Und hier seht ihr dementsprechend die Technik, die dahinter sitzt. Hier auch die ganzen Anschlussgeschichten schön gemacht. Sitzt alles da, wo es sein soll. Hier auch die ganzen Metallsachen sehen auch metallisch aus. Ne? Man hat hier so ein bisschen die angeranzten Seitenteile. Das wirkt dementsprechend auch schon. Hier ist immer ein bisschen im Licht zu sehen, dass es nicht die neueste Variante ist, sage ich mal so. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier seht ihr die normalen Tandem-Variante. Und ich hüpfe hier mal eine Runde drauf. Wir werden jetzt hier einfach mal abkippen machen. Und dann seht ihr selber, so geht es hinten über die letztere Klappe raus. Ich fahre es einmal hoch, damit ihr seht, wie weit das Ganze hochgeht. Ne, beim Rauskippen stehe ich da oben drauf. Warum ich da oben drauf stehe und jetzt hier in schöner Rückenlage gehe, weiß ich nicht, aber so ist es halt dementsprechend. Ne? Man tut es halt. So, dann können wir hier dementsprechend die Hilfe nochmal anmachen. Ihr seht hier, die Abkippseite können wir ändern. Kornschieber. Und wir können auch die Abkippseite auf die Seite ändern. Und dann seht ihr, das klappt hervorragend schön hier das Ganze auf. Da ist noch mit der Kette dabei. Hier ist das hier mehr wie so eine Achterbahnfahrt für uns hier dabei. Aber auch das sehr schöne Geschichte. Sieht man nicht oft mit der kompletten Seite, dass sie nach oben weggeklappt wird. Deswegen dachte ich mir, okay, die zeigt sie hier dann dementsprechend nochmal extra. Ne? Abkipphöhe ändern. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, das muss da nicht so schnell rauslaufen, und dafür habe ich lieber das Dach der Scheune noch drauf. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann kann man da natürlich hier ein bisschen mit arbeiten. Das ist mit Steuerung voll, also mit 25%. Wenn ich jetzt das Ganze auskippe, dann seht ihr, es würde die Frucht immer noch entladen, aber es würde halt uns die Scheune nicht kaputt machen. Also sehr coole Geschichte, auch das sieht man nicht wirklich oft. Ne? Hier mit C kann ich die Kamera wählen, je nachdem, ne? Kann ich auch aus meiner eigenen Sicht dann das Ganze machen. Ne? Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Und dann bin ich abgestiegen. Ja, also ja, sehr schönes Teil, kann man nicht anders sagen. Und davon gibt es noch mehrere Geschwister. Und die gucken wir uns nämlich jetzt an. An einer Mod, die nämlich hier vorne liegt, laufen wir mal stumpf dran vorbei. So, ich fange jetzt mit dem hinteren an. Hat ganz einfache Bewandtnis. Das ist im Prinzip das gleiche Teil, was wir vorhin gesehen haben. Nur mit der Aufbaugeschichte oben drauf. Damit ihr auch seht, ja, das gibt es auch mit noch einer Erweiterung. Dann sieht es so aus. Die anderen Varianten, die hier stehen, gibt es nicht mit Erweiterung. Das heißt, wir sind hier die Drehschemel-Version, ne, dementsprechend noch dabei, und die andere Variante nicht Drehschemel-Version, sag ich jetzt einfach mal so. Ne, man ist das Ganze hier schön verzurrt, man sieht auch, sie sind etwas anders aufgebaut. Hier kann man natürlich auch die Planen abmachen und sowas, das funktioniert natürlich alles hier genauso. Abladetechnik, seht ihr selber, ist dann hinten über den Kornschieber oder vorne drüber, aber auch hier, ihr seht, das ist richtig schön, ne? Die Verzurrungen zu sehen und so. Also sehr schön ins Detail gegangen. Sehr schöne Sachen, bis hin zum kleinen Rudolf-Schild hinten auf den Schmutzfänger. Also sehr schönes Zeug. Ich zeige euch das einfach mal im Shop. Müssen wir einfach nur auf Anhänger gehen, gehen nach hinten durch. Und da seht ihr es auch schon, ne? Also das ist die Drehschemel-Variante hier. Da können wir auch Farben und Abdeckungsfarben ändern und Fahrgestellfarben. Und also das ist einiges möglich, wie ihr seht. Ich kann auch irgendwelche, ne, Metallic-Sachen draus machen, wenn ich da Lust zu habe. So sieht es halt aus. Ne? Und hier gibt es noch das Nummernschild unten. Da sind wir bei der Variante 23.500, ein bisschen was für Zubehör hier. Und da sind wir bei 18.500 Liter oder 18,5 Kubik, die wir mit transportieren können. Das ist jetzt kein Ultra-Schwert-Schnäppchen, aber auch, wie gesagt, trotzdem sehr schöne Varianten. Das ist der 280, dann den ne, in der normalen Standardversion 18 Kubik. Da ist halt Reifenvariante zu ändern und die Farben. Da sind wir bei 18,5 Kubik für 31.000. Dann haben wir hier die Variante, die ihr gerade gesehen habt. Die liegt bei 18,5 Kubik für 32.000. Das liegt halt an der anderen Abkipptechnik, die wir haben. Oder wir können noch die Schotten oben drauf machen. Und dann kommt auch noch die Aufbaufarbe dazu, wie ihr seht. Also auch hier lässt sich das Ganze noch in Grün anpassen, dass ihr sagt,
Da möchte ich kein auffällig Rot. Und dann gehen wir auf 24,5 Kubik hoch, sind aber auch bei 36.000, die wir bezahlen. Also, wie gesagt, muss man selber wissen, was man draus macht, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schöne Anhänger. Genau. Dann kommen wir zu diesem guten Zeug hier. Da fangen wir einfach mal hiermit an. Da seht ihr es, ne? Ridehack, hoffe ich, dass es richtig so gesprochen worden ist. Das ist die Workbox, die ihr jetzt hier seht, ne? Also, das ist halt so eine Klappe zum Aufmachen und gleichzeitig ein Gewicht. Das kann man dann halt dementsprechend ransetzen. Unterhalb dieses Gewichts, das zeige ich euch gleich im Shop. Das ist, kann ich auch zuerst im Shop zeigen, das ist einfacher. Findet ihr alles unter Gewichte. So, wir gehen einmal nach hinten durch. Unter, seht ihr hier, sieht man das nämlich, da sind noch die Anhakmöglichkeiten. Wir können die Farbe des Deckels hier noch ändern, wenn wir wollen. Wir können die Aufkleberfarbe ändern und auch die Hauptfarbe dunkler setzen. Ne, wir können da auch gewichtsboxmäßig was draus machen, schon selber. Ne, wir können auch verschiedene, wir können auch ein John Deere, Class Design, Fendt, JCB, Massey Ferguson, also da kann man auch schön was anpassen, wie ihr seht. Auch hier die metallrostfreie Variante. Also ja, sehr schön gemacht. Und dazu gibt es halt Gewichte, die man dementsprechend noch drunter setzen kann. Nämlich in 500, 750 und in 1000. Und hier lässt sich natürlich dann auch hier, was weiß ich, ne? Wir hatten da Glas, ne? Waltra-Farben, Glasfarben. Kann man da natürlich in Glasfarben darunter setzen. Design kann man auch noch machen, je nachdem, welche Farbe man das haben möchte hier. Und so lässt sich das denn kombinieren. Das heißt also, du könntest jetzt sagen, ich nehme das zusammen mit dem und dann hake ich das ineinander und dann läuft das Ganze. Und schon sieht das Ganze so aus. Ne? Hier seht ihr dann die 500, 750 und 1 Tonnen Variante. Da ne? Habe ich auch mal die Farbe geändert, damit ihr seht, wie es aussieht. Schön mit den Reflektorengeschichten und sowas dran. Also super Geschichte. Kann man nicht anders sagen. So, ja. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich nehme das gute Stückchen in den Mittelpunkt und dann bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Teilen freuen, über ein Abo freuen, über einen Daumen freuen, passenden, je nachdem, wie ihr möchtet. Und natürlich auch immer daran denken, wenn ihr weiter informiert werden wollt und meine Videos rauskommen, einfach mal das Glöckchen dann aktivieren und die passenden Einstellungen dazu machen. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.